Von dem Ort unterhalb der Haibara-Klinik, an den die Mädchen verschleppt worden waren, führt ein Pfad noch tiefer in den Untergrund. Am Ende dieses Pfades ist die Bühne des Rogetsu Kagura, der traditionellen Zeremonie der Insel. Während diese Zeremonie im vollen Gange war, wurde Ruka von dort weggebracht, um in dem anderen Kagura die Rolle eines Instruments zu übernehmen. Während Ruka auf den Spuren ihrer Erinnerungen wandelte, erschien ihr Vater Soya vor ihr. Sie folgte ihm und gelangte an den Ort, an dem sie geboren und aufgewachsen war, der Residenz der Familie Yomotsuki. Okay. Phase 11. Mondfinsternis. Ruka Minatsuki. Okay, es passt für Fallout, aber mehr auch nicht. Genau das ist es eigentlich. Also die Fallout-Grafik, also was heißt schlecht? Sie waren für ihre Jahre, als es damals rauskam, war sie schon nicht top-notch. Ne? Weil wir reden hier immer noch vom Bethesda-Engine. Sie war schon damals nicht high-end, also nicht top-notch. Sie war aber wirklich gut damals, für damalige Verhältnisse. Aber es ist halt mittlerweile komplett veraltet. Und selbst das Remaster, was sie da rausgebracht haben und so weiter, ist halt nur ein Remaster. Wenn sie ein Remake rausbringen würden, dann würde ich mir das vielleicht sogar überlegen. Der Ritus der Heimkehr. Ja, okay, alles klar. Nö, das ist kein Luxusproblem. Das ist einfach nur, weil man grafisch anspruchsvolle Spiele sehr gerne spielen möchte und halt nichts Veraltetes anfassen möchte. Und das war bei mir schon immer so. Aber das wisst ihr ja auch, das kennt ihr ja. Also, es ist für euch ja nichts Neues. Ist halt, ich sag ja auch nicht, dass Fallout ein schlechtes Spiel ist. Also ganz und gar nicht. Ich glaube schon, dass Fallout wirklich ein grandioses Spiel ist. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Also speziell Fallout 4. Aber ich würde tatsächlich nicht viel Spaß haben, das Spiel heutzutage zu spielen. Weil die Grafik für mich halt viel zu veraltet ist. Aber wie gesagt, das ist für euch ist das ja nichts Neues. Ihr kennt mich doch. Oh, nochmal 30 Stück. Heieiei, da können wir doch bestimmt was machen, oder? Optimierung. Ah, hier können wir 5. Oh, da können wir das Zero-Objektiv können wir nochmal hochleveln. Ah, da fehlen uns jetzt nochmal 5. Okay. Können wir hier jetzt noch was machen? Die Sensibilität können wir tatsächlich noch hochhauen. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Perfekt. Ja, das ist das Zero-Objektiv. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, da geht eine Tür raus. Da geht auch eine Tür raus. Wir sind hier an zwei Türen noch vorbeigegangen. Okay, da führt eine Tür raus. Hier ist auch noch eine Tür. Okay. Echt ein komisches Haus, wo die hier drin wohnen, ne? Also. Bei Zeug. Okay. Oh. Die Steuerung wieder. Steuerungsprobleme. Okay, da vorne ist ein Item. Immer ein bisschen Sorge. Auf dem Tisch liegt ein altes Schriftstück. Darauf steht das Haus Yomotsuki. Seit Generationen war das Haus der Yomotsukis bekannt als die Maskenfertiger der Rogetsu-Kagura-Masken. Die Familie war vorher schon mit religiösen Zeremonien betraut, aber die Tradition der Yomotsukis als Maskenfertiger beginnt mit ihrem Begründer Soan. Die Maske Soans dienten dazu, die Seelen der Verstorbenen aufzunehmen und unterscheiden sich von denen anderer Handwerker, die meist Götter nachbildeten. Über die Generationen hinweg deihte das Haus der Yomotsuki und brachte viele Maskenfertiger hervor, bis es in der 7. Generation mit Suetsu seinen Höhepunkt erreichte. Zu Suetsus Zeiten glaubte man, die Masken der Yomotsuki seien Verkörperungen des Todes und der Seelen selbst. Sie waren der Stolz der Insel Rogetsu und sollen sogar dem Tenno feierlich überreicht worden sein. Danach suchte
eine große Katastrophe genannt, der Tag der Erlösung, die Inselheim und Seetsus weiteres Schicksal ist unklar. Daher gibt es keine Aufzeichnung darüber, wann oder wie er gestorben ist. Zwei Generationen später wurde die Tradition der Maskenfertigung in der Familie Yomotsuki von Sogen wieder aufgenommen. Oh, gar kein Wandergeist, der uns hier erschreckt. Das ist ja... Okay, ausgelegt in der Mitte, ausgebeult. Es fühlt sich an, ansonsten keine Reaktion. Okay. Apupien. Ein weiteres Pübbele. Okay. Da. Dann verlassen wir den Raum mal wieder. Es gab ja kein weiteres Item und gehen in den nächsten Raum. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Ist das ein Raum? Hier ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Den nehmen wir. Den nehme ich mit. Irgendwas eintauschen. Wir können einmal Heilung kaufen. Nee, das ist okay. Das können wir so lassen. Mehr als genug Filme. Brauche ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Oh. Ja, natürlich. Okay, da vorne ist auch noch ein Item. Das, was sie mir geben wollte? Ne, es sind nur blaue Steine, okay. Klar. Bevor wir an diese Tür rangehen, gehe ich nochmal hier entlang. Okay, das scheint aber einfach nur eine Sackgasse zu sein. Konnte ich hier durch öffnen? Ah. Okay, doch nicht. Nicht hier durch? Hier komme ich auch nicht durch. Okay. Dann speichern wir das noch mal einmal kurz ab. Damit, falls irgendwas passiert, wir das Telefonat nicht mal wieder anhören müssen und so, ne? Ihr kennt das ja. Ich finde das nicht cool. Da unten hängt noch eine Puppe. Aber bisher war alles recht ruhig hier noch, ne? Bin ich ganz froh drüber. 90er-Film erhalten, okay. Also haben wir jetzt auch mit dir den 90er-Film. An der Eingangstür hängt eine Maske. Die Tür ist durch eine starke Kraft fest verschlossen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Dann folgen wir unserem Vater weiter. Ich glaube, das war ja unser Vater, ne? Der hier umher schleicht. Oh, sorry. Oh, Steuerung, bitte. Danke. Hier ist die einzige Tür. Scheinbar hält eine mächtige Aura die Tür verschlossen. An der Schiebetür sind Talisman angebracht. Oh Gott. Okay, was müssen wir machen?
Das ist die Maske an der Tür, ne? An dieser Maske ist derselbe Talisman wie an der Schiebetür. Okay. Das wird ja die Maske hier an dieser Tür gewesen sein. Eine andere Maske mit Talisman. Wüsste ich jetzt nicht, wo die sein sollte. Ja? Achso, okay. Wieder. Ja. Oh je, was? Batne Sayaka, unsere Mutter. Was möchte sie denn? Rukas Mutter Sayaka in vergangenen Tagen, wie sie die nach Hause kommende Ruka am Eingang begrüßt. Eine Erinnerung aus dem Familienleben. Ach, das ist der Eingang hier, okay. Ja, dann gehen wir, gehen mal wieder zurück an die andere Tür dann. Können wir speichern? Wir können tatsächlich speichern. Ich weiß, alles ein bisschen viel, aber ihr wisst ja, ne, falls doch irgendwas passieren sollte. Kommt heim, was? Oh, sie hat die Tür aufgemacht. Ja? Nein, shit. Die Tür hier, oder? Ja. Oh. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay, wir sind jetzt einmal rum. Aber warum hat sie mich jetzt hierher geführt? Oh, okay. Nettes Geräusch. Geisterliste. Ruka im Garten. Vom Mondlicht angezogen steht Ruka im Hof. Die Wunden tief in ihrer Seele treten an die Oberfläche. Oh, das klingt nicht gut. Wir können hier aber nicht. Okay, wir können hier nicht weiter. Hier in den Raum? Was passiert denn? Oh. Die Maske. Liegt ein altes Schriftstück. Das Geheimnis des Ritus der Heimkehr liegt in der heiligen Sphäre. Die heilige Sphäre ist der Pfad des Ursprungs der Seelen und der Pfad, auf dem sie zurückkehren werden. Es ist der heilige Platz, beschienen vom Mondlicht. Die Maske des Künstlers Yomotsuki ist das Tor zur heiligen Sphäre. Die Maske der Mondfinsternis. Sie hat keine Form, sie steht für den Mond, für die Seele der Verstorbenen. Eine Maske, die den Mond verschlingt. Seelen, begleitet vom Mond, ziehen die Maske auf und werden eins mit der Leere. Sie sind lebend und doch tot. Die heilige Sphäre zu erblicken, bedeutet zu sterben, zu einem Geist zu werden. Der einzige Weg für die Lebenden ist das Tragen der Maske der Mondfinsternis. Auf dem Altar ist eine Maske dargeboten, deren Oberfläche abblättert. Auf beiden Seiten der Maske sind Ahnentäfelchen. Okay, ja, das wissen wir ja schon. Das Ding ist, jetzt müssen wir... Ich glaube nicht, dass wir hier raus müssen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen ja eigentlich wieder zurück zur anderen Tür. Nee, warum? Nee, das glaube ich nicht. Ich gehe zurück. In den Garten können wir leider nicht. Hier komme ich leider nicht weiter. Deswegen gehe ich jetzt wieder zur anderen Tür. Oh, ach so. Oder auch nicht. Dann müssen wir doch wohl. Dann müssen wir wohl doch woanders hin. Dann war es doch richtig. Kommen wir denn hier hin? Haben wir hier oben schon? Oh. Das habe ich genau gehört. Da war eine Puppe.
Ah, ich hab's gesehen. Okay. Okay. Klang des Klaviers, das muss in meinem Zimmer sein. Okay, ich konnte die Tür gerade nicht öffnen. Wer ist da? Wer? Gemeinsames Klavierspiel. Davon hatten wir tatsächlich auch schon eine Vision, ne? Sayaka und Ruka im Piano. Die Melodie, die Sayaka ihrer Tochter lehrt, bohrt sich tief in Rukas Gedächtnis. Das Lied, das ich immer geübt habe. Mama hat mir diese Phrase beigebracht. Ich erinnere mich vage daran. Warte mal, ich will das mal kurz abbrechen, bevor wir hier weitermachen. Hier scheint irgendwo eine Puppe zu sein. Schau an, da ist sogar... Ah, da. Boah. Die hätte ich auch niemals gefunden. Never ever. Ohne dem Geräusch? Keine Chance. Und ein Item haben wir hier auch noch. Mein Tagebuch aus meiner Kindheit. Heute hat Mama mir etwas erzählt. Ich wurde aus Mama und Papa geboren. Und Mama hatte auch eine Mama und einen Papa. Ja, yeah. So geht es immer weiter und alle sind miteinander verbunden. Ich bin das Ergebnis dieser Verbindung. Sie sind jetzt alle tot. Aber weil ich da bin, ist das nicht traurig. Dass ich hier bin, zeigt, dass es viele Verbindungen gegeben hat. Deshalb bin ich ein ganz wichtiges Kind. Und weil auch jedes Kind, jedes andere ganz wichtig ist, sollten wir uns alle vertragen. Dann sind Mama und Papa auch ganz wichtige Kinder und ich muss mich mit ihnen vertragen. Als ich das sagte, musste sie lachen. Ich bin so froh, dass ich mit Mama und Papa verbunden bin. Ich bin froh, dass diese Verbindung niemals verschwindet. Okay, jetzt können wir das Klavier spielen. Oh Gott. Ja, ich hatte vorher auch schon Fehler gemacht. Sieht er zweimal? Okay. So, gut, ne? Ne, Luca? Wenn du es besser spielen kannst, dann habe ich Luca dir etwas geben wollen. Ein Spiegel? Das ist ein Spiegel. Okay, der Spiegel scheint aber nicht hier zu sein. Okay, der Spiegel wird woanders sein. Ich sehe hier auch nichts mehr, das hier irgendwie einsammeln könnte oder so. Habt ihr irgendwo einen Spiegel gesehen? Keine Ahnung. Geh mal wieder runter. Oder kann ich jetzt hier rein? Ah. Okay.
Ja. Ach so. Natürlich. Das wird wahrscheinlich der Brief sein, oder? Na, Steuerung, bitte. Ah, Steuerung. Ah. Hier ist ein Podest, auf dem Mutter Spiegel stand. Ich kann doch bestimmt den Gegenstand hier nehmen, oder nicht? Leider. Nächster Talisman. Okay, also Ruka hat bisher echt immer die schlimmsten Aufgaben, finde ich. Einzelner Brief. Lieber Soja, ich erinnere mich noch, dass du großes Interesse gezeigt hast an dem Lied, das ich einmal vor mich hingesummt habe. Es heißt Mondlied. Vielleicht hast du es ja bereits bemerkt, aber ich bin eine nachfahrende Priesterin, die über den Mond wachen. Heute gibt es allerdings keine Wächterin mehr und ihre Vorschriften werden nicht mehr eingehalten. Das Einzige, was noch von ihnen zeugt, ist die alte Mondorgel. Ich hatte nicht vor, es vor dir zu verbergen. Die Wächterinnen gelten als Einzelgänger, die niemals mit anderen sprechen, mit anderen in Berührung kamen oder sich mit denen austauschten. Ich wollte nicht, dass du mich für so einen Menschen hältst. Ich wollte, dass du das erfährst, bevor ich ein Yomotsuki werde. Daher habe ich dir diesen Brief geschrieben. Seit alters her haben sich die Menschen auf dieser Insel dem Mond als die Gestalt der Seele vorgestellt. Sie beten ihn an als den Ort, von dem die Seelen in diese Welt kommen und an den sie wieder zurückkehren, wenn sie einmal sterben. Aber der Mond nimmt mal zu und mal ab. Die Wächterinnen spielen die Mondklänge passend zur jeweiligen Mondphase, die in den Seelen der Menschen widerhallen und sie so schützen. Nach den Überlieferungen der Wächterin hat jeder Mensch einen eigenen Mondklang. Dieser Klang ist sehr schwach, aber wie die Schwingen eines Kristalls verändert er sich das ganze Leben lang nie. Für sich alleine ist jeder Mondklang schwach und leise. Deshalb wurden wir gelehrt, unsere Mondklänge miteinander schwingen zu lassen. Nichts würde mich glücklicher machen, als wenn deine Mondklänge und meiner für immer gemeinsam schwingen würden. Sayaka Minatsuki. Wir haben noch mal zwei. Und wir haben hier irgendwo noch eine Puppe. Puppe? Püppchen? 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 Kein Püppchen. Okay, ich hab. Oh, ist sie da hinterm Bett? Ernsthaft? Oh, ja, tatsächlich. Dang, dann wird's halt nicht gepostet. Was? Was wolltest du posten? 90er Film? Okay, sehr schön. Zwanzig Steinchen. Aber Automod war ein drum. Ah, okay, das sehe ich hier jetzt natürlich nicht. Keine Ahnung, was du hier geschrieben hast. dadurch, dass ich jetzt halt den Zweier-Chat habe, weil ich ja zeitgleich auch auf YouTube stream, seh ich das tatsächlich leider nicht. Muss mal gucken, muss ich hier nicht irgendwo am Brief oder sowas machen? Nee. Irgendwas ist hier noch. Oder auch nicht. Weiß tatsächlich nicht, was ich hier gerade machen soll. Ja.
aber ich habe nur leicht gezuckt. Ah, der Spiegel. Wenn ich mich recht erinnere, gab es einen Probetest für den Spiegel. Ja, genau. Hier, ja. Das Mondlicht soll nur von einer Wächterin zur nächsten mündlich überliefert werden. Gebt der Wächterin, die das Mondlied erlernt, den Wächterspiegel als Beweis. Wenn das Lied in Vergessenheit gerät, so soll es in der Reflexion des Mondlichts wieder in Erscheinung treten. Ja. Okay, also sind... Okay. Wir stellen den Spiegel mal hier hin. Was genau aufs Podest? Das Licht des Mondes wird vom Spiegel reflektiert. Ach so. Ich werde dich beschützen. Ja. Scheint so, als würde es die Phasen des Mondes darstellen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zum Klavier zurück. Und das Mondlied spielen? Verschlossen. Ah, sie geht wieder auf. Okay. Das heißt, wir können hier auch speichern, ne? Na! Ja, wer bist du denn? Ja. Okay, das ist blöd, dass du da in der Wand verschwindest. Ach so, so einer bist du, okay. Ja, aua. Ja, komm. Ja, ja, ja. Nee. Das war knapp. Holy shit. Oh. Aua. Au. Mir alles viel zu eng hier mit dieser hakeligen Steuerung. Tatsächlich alles ein bisschen eng hier. Jawohl. Combo. War tatsächlich gar nicht so viel Schaden, den wir hier gemacht haben. Achso, jetzt ist er wieder überall. Ja. Ey, der Schaden war tatsächlich nicht so... Oh. Okay. Er brauchte nur noch 44 Schaden. Das war sehr wenig. Er kratzte schon am Freitod. Wir kaufen uns nochmal ein und speichern das Ganze. Ja, wieder viel erledigt hier. Tür geht auch auf. Gehen wir hier rein. Ah, hier ist noch ein Talisman, okay. Okay, jetzt können wir... Jetzt... Oh. Hey, ganz ruhig, Junge. Hui, das war viel Schaden. Das hat weh. Das tat sehr weh. Ja, aber diesmal habe ich dich bekommen. Okay. Und wo kommt er? Wieder von vorne.
Wow. Eieiei. Lol. Mit 3 Schaden habe ich ihn gekillt. Oh, die sind ja ungemütlich. Also dieser Teleporter ist echt ungemütlich. Den finde ich nicht cool. Den mag ich überhaupt nicht. Ah, komm. Dann sind wir ganz voll. Welchen Film haben wir? Oh. Den 07er Film, okay. Wir haben tatsächlich auch den schlechten Film. Ich glaube, wenn wir den etwas besseren Film nehmen, den 14er Film, dann könnten wir ihn eventuell mit einer Crit-Combo vernichten. So, es ist offen. Was erwartet uns hier? Okay. Sieht ja noch alles. Ah, dahinter. Sieht ja noch alles recht ruhig aus hier. Mal umdrehen, bitte. Soja öffnet eine Schriftrolle. Soja Yomotsuki liest alte Dokumente. Sein Wunsch, die vollkommene Maske zu fertigen, führt ihn zu den verbotenen Geheimnissen seiner Ahnen. Ja, warte, wir nehmen erstmal das Item hier hinten auf. Wahrscheinlich irgendwie ein Tagebuch wieder oder so. Sojas Notizen. Dr. Haibara will wissen, warum die Maske der Mondfinsternis den Tag der Erlösung herbeigeführt hat. Die von Soetsu gefertigte Maske der Mondfinsternis ließ das Gefäß erblühen, weil es ihm nicht gelang, sie perfekt zu hauen und sie auf verbotene Sphären der Psyche einwirkte. Die wahre Maske der Mondfinsternis tilgt das Selbst des Gefäßes, lässt es einmal völlig leer werden, wirkt dann auf die Tiefen seiner Psyche ein und öffnet den Pfad zum Ursprung der Seelen der heiligen Sphäre. Indem sie die heilige Sphäre erreicht, wird die Seele des Gefäßes, die zu nichts geworden ist, erneut mit etwas gefüllt. Dr. Haibara hat mit Experimenten erforscht, wie das Tragen von Masken die Psyche beeinflusst. Ich denke, ich werde ihn bitten, mich bei der Herstellung der Maske der Mondfinsternis zu beraten. Er wird wohl kaum einen Grund haben, meine Bitte abzulehnen. Ah. Man hat ja gesehen, wohin das geführt hat. Beziehungsweise man sieht ja gerade jetzt, wohin das geführt hat. Okay, ist das die Maske der Mondfinsternis? Nee, Maske des Instruments. Eine Maske auf dem Tisch gefunden. Stimmt, die Maske der Mondfinsternis ist ja komplett schwarz, ne? Ein Stück Papier mit einer Zeichnung. Warte mal. Das. Das sind echt schon viele, viele Dokumente und Gegenstände, die wir hier gefunden haben. Holy shit. Okay. Finde ich jetzt gerade nicht. Was sollen wir machen? Untersuche das Rätsel der Maske des Instruments und des Schlüsseldiagramms. Was denn unter Items? Entschlüsselung der alten Notation des Mondklanges. Schlüsseldiagramm. Okay, ich kann das leider aber nicht anwählen.
Okay, da ist es nicht. Notenschein, Mitteilung, Mitteilung, Warnung. Filmentsorgung, Artikel. Das ist auch nicht. Das hier sind ja eigentlich nur die... Okay, Bilder. Okay, können wir nichts mitmachen? Ja. Okay, hier können wir auch nichts machen. Notizbuch? Das ist ja nur das Notizbuch, ne? Bedeutung, okay. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Heißt das, wir müssen jetzt... wir müssen wieder nach oben zum Klavier? Hier ist wieder irgendeine Puppe. Okay, da können wir einen Gegenstand nehmen. Wo ist die Puppe? Oh, wo ist die Puppe? Ah, da, in der Vase. Natürlich. Wo sonst? Ich bin mal gespannt, ob uns das Spiel jetzt wieder so ein bisschen an die Hand nimmt. Da ich ansonsten tatsächlich nicht weiß, wohin und ich dann einfach zum... Ja, verschiedene Masken. Sie sind alle sehr fein gearbeitet und wirken fast schon lebendig. Auf einer von ihnen ist ein bemaltes Stück Papier angebracht. Ah, Mondklang-Notenblatt. Darauf sind Noten geschrieben, die als Mondfiguren notiert wurden. Es scheint eine Notiz vom Vater zu sein. Der Eingang zum Tempel des Totenreichs, wo der Ritus der Heimkehr abgehalten wird, ist verschlossen und der Zugang tabu. Um die Tür zu öffnen, muss ein bestimmter Mondklang gespielt werden, aber die zugehörige Weise ist schon in Vergessenheit geraten. Jedoch gibt es ein altes Notenblatt, das aus den alten Dokumenten der Familie Haibara rekonstruiert wurde. Er sagte, er könnte es mithilfe dieser Kamera Obscura aus einem halb verbrannten Notenblatt wieder erscheinen lassen. Ach so. Wie kamen wir denn dahin? Wie kamen wir denn hin? Durch diese Tür? Durch die Tür werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es die Tür sein wird, denn... Öffne den Eingang des Tempels zum Totenreich. Ja, sehr geil. Wirklich? Ich weiß ja nicht. Muss das? Wir speichern erstmal vorher. Und ich gehe trotzdem nochmal an die Tür. Einfach mal, um zu gucken, ob wir durch die andere Tür müssen oder durch die hier. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir durch die andere Tür müssen, die im Norden liegt. Okay. Aber Versuch macht klug. Ja, okay. Es wird dann die Tür im Norden sein. Die Tür zum Totenreich. Sehr schön. Oder wir müssen tatsächlich nach oben zum Klavier. Okay. Wow. Guten Tag. Was ist denn hier für eine Zeremonie? Inselbewohner im Salon. Inselbewohner versammelten sich im Haus der Familie Yomotsuki, um vor dem Kagura zusammen zu essen. Oh, kleines Beisammensein. Haben bestimmt noch Sate-Spieße gegrillt.
Oh, hier ist wieder irgendein Item. Okay, hoch, wo, 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 hier. Hör mal, okay, 15, da müsste doch was gehen hier gerade, oder? 38, da fehlt uns ein bisschen was. 45, tatsächlich. Wir können unsere Zero komplettieren. Jawohl. Weiter geht's. Noch mehr Schaden. Wir brauchen mehr Schaden. Keine Ahnung, wohin wir gerade gehen. Müssen wir hier raus? Oh, holy shit. Eieiei. Wieder diese Wandergeister, ne? Ist so unglaublich. Jedes Mal wieder. Oh, es sind die schlimmsten überhaupt. Die Mädchen wurden von den umliegenden Inseln ausgewählt, um im Kagura die Rolle der Instrumente zu übernehmen. Okay, dann sollten wir den Mädchen wahrscheinlich folgen. Dann wird es hier nicht weitergehen wahrscheinlich. Oh, widerlich. Wir tippeln uns voran. Ja. Ich. Ja, es ist dunkel hier. Ah. Danke. Okay, wir müssen hier jetzt einmal im Zickzack laufen, ne? Gleich nach rechts. Und ja, oder auch nicht. Nach links? Wir müssen nach links? Warum denn nach links? Müssen wir nach links? Nee, wir müssen eigentlich nach rechts. Wo geht's denn links hin? Müssen wir nicht eigentlich hier hin? Ah, mal gucken. Geisterliste. Die Geister der Inselbewohner alter Tage versammeln sich an dem Ort, wo einst das Kagura abgehalten wurde. Oh, ich dachte, das wäre die Arena gewesen, wo das Kagura ist. Anscheinend nicht. Dann gehen wir hier entlang. Wo auch immer wir jetzt hinkommen. Okay, mal gucken, wo wir hinkommen. Dann müssen wir ja eigentlich zum Ritualplatz kommen. Hier wurde das abgehalten. Das, okay. Ich dachte tatsächlich, das wäre draußen gewesen in der Arena. Aber anscheinend nicht. Und warum spiegelt sich das Holz hier so dermaßen? Das ist aber krass gebohnert hier. Ich laufe einmal rum. Wo ich in die Mitte gehe, okay, oder auch nicht. Sind wieder diese Kanäle, ne? Was? Oh Gott, das sind wieder so viele. Ich muss gleich den Film wechseln.
Okay. Bist du nur noch ein Kind? Oder mehr? Oh. Okay, wo ist die andere? Da. Okay. Oh, ist noch eine, oder? Ich höre noch eine. Oh. Bori, der Kombi, der Crit-Kombi-König. Okay, ist noch eine. Warum denn so viele? Ah. Ah, scheiße, jetzt hat sie mich hier von unten wieder. Oh. Scheiße. Ja, ich hätte die andere anvisieren sollen. Mist. Ah, Kräutermedizin. Wir brauchen ein paar Kräuter. Aber ansonsten funktioniert das ja eigentlich ganz gut hier. Ah, du gehst wieder weg. Ja. Jawohl. Jawohl. Nochmal. Jawohl. Ah, ich... Was passiert hier? Ah, nein! Okay, warte, ich muss mich heilen. Ich hab grad. Hör doch auf! Doch nicht mitten im Kampf! Okay, wieder weg. Ich frag mich, ob das immer noch zwei sind. Jawohl! Jawohl! Okay, war nur noch eins. Okay. Hui, da vorne ist eine Puppe. Mal den Film wechseln. Oh, wer war denn das gerade? Das war ja auch wieder ungemütlich. Kann ja nur wahrscheinlich der Psycate oder der Searcher gewesen sein, glaube ich. Chan, ist Chan auch noch da? Keine Ahnung, wer das war. Ja, alles klar, dann wissen wir. Dann kenne ich den Übeltäter, ja. Dann kann es ja nur Pudding gewesen sein. Wenn der Psycate sagt, dass er nicht weiß, wer es war. Ich habe die Maske aus Vaters Zimmer auf dem Altar platziert. Der Schmuck darauf beginnt sich zu bewegen. Okay. Oh. Etwa die Mondorgel? Ja, wir waren der Hinweis. Ah, okay. Ah, ist ja ganz cool, dass wir das denn... Ach so. Ah, das ist sehr gut, dass man hier... Okay. Oh. Okay, hört sich an, als sei irgendwo eine Maschine in Gang gesetzt worden. Oh, ganzer Altar verschiebt sich. Oh, klar. Auch eine versteckte Tür. Was ist denn das für ein Untergrund hier? Das ist ja... Wer baut denn sowas? Ja, klar. Oh, ein Speicher. Wir können uns auch wieder Heilung kaufen. Eintauschen. Natürlich wollen wir Heilung. Zwei Stück verbraucht. Viel zu viel. Hey, ich glaube, mit 8 Heilung kommen wir aber eigentlich immer ganz gut aus, ne? Das passt schon. Nein. So ganz bescheuert stelle ich mich dann ja auch nicht an. Oh. Oben ist ein Item. Ah, nochmal
Haben wir jetzt genug? Uns fehlten noch 5, oder? Ach nee, wir haben es ja schon komplett. Und da unten. Die Stärke der Aufnahmen nimmt kurzzeit. Nee, das brauchen wir nicht. Trägheit brauchen wir auch nicht. Okay, nee. Können wir tatsächlich aufsparen? Wie viele von dem blauen haben wir? 38. Nee, brauchen wir 50. Um auch die letzte Stufe der Schnelligkeit, der anfänglichen Auslöse, Fokusfähigkeit, Schnelligkeit zu haben. Ja. Am Pfad des Untergangs. Ey, das hört sich überhaupt nicht gut an. Warum wollen wir dahin? Und warum wollen wir überhaupt, dass die Tür zum Reich der Toten öffnen? Während des Kagura führt Yohaibara die kleine Ruka die endlosen Stufen hinab zu einem verbotenen Ort. Ja. Da gehen wir jetzt natürlich auch hin. Das macht Sinn. Besonders in unserem Bikini-Schwimm-Outfit. Aber hier unten könnte ja auch Untergrundwasser sein, ne? Also, so abwegig ist das jetzt nicht, hier im Bikini rumzulaufen. Wobei man wahrscheinlich eher einen Tauchanzug anhaben würde. Oder irgendeinen Neoprenanzug statt ein Bikini. Aber wir lassen das mal so stehen. Hier war gerade irgendein Item. Wir drehen rum. Hier in der Ecke. Irgendwo. Da. Oh, dann haben wir genug blaue Steine. Um auch die maximale Kraft zu machen. Was ist das denn? Geistkraft. Erhöht die maximale Zahl an sammelbaren Geistpunkten. Absorption. Die Anzahl der absorbierten Geistpunkte nimmt zu. Nee, ich glaube, ich spare die tatsächlich auf, um dann auch endlich die letzte Kraftfähigkeit von der Kamera von Misaki machen. Um die auch vollständig abzugraden, was den Schaden betrifft, was den Schaden anbelangt. Auf dem Weg zum Ritus. Yohaibara führt die benommene Ruka, die als Instrument im Ritus der Heimkehr dienen soll. Ja. Alter, das geht ja immer weiter runter hier. Wie weit runter geht denn das noch? Ist ja krass. Völlig krank. Ah. Okay. Das sind aber schon ganz krasse Tunnel, die hier gemacht wurden, ne? Übel. Auf dem Pfad des Totenreichs. Ja, super. Yohaibara und Ruka auf dem Weg zum Tempel des Totenreichs. Haibaras Wunsch scheint endlich wahr zu werden. Ja, und dennoch haben wir, Gott sei Dank, überlebt. Sind jetzt aber wieder hier, um die Wahrheit zu erfahren, um uns wieder zu erinnern. Und ich hoffe, wir werden gut aus dem ganzen Schlamassel rauskommen. Und nicht dem Mondlichtsyndrom verfallen. Die Vorbereitungen für den Ritus der Heimkehr sind abgeschlossen. Das letzte Instrument ist eingetroffen. Also wir. Oh. Item. Das wird die Lampe sein, ne? Das ist die Lampe. Es ist die Lampe. Ob uns wieder ein Geist anfällt? Oh ne, ist der Boden. Okay. Ich dachte, es wäre die Lampe gewesen. Nochmal 15. Okay, brauchen wir nicht. Können wir auch aufsparen. Alles für... Oh, ich habe eine Puppe gehört. Tut mir leid, ich muss kurz gucken hier. Püppchen. Wo ist das Püppchen? Stimmt da oben irgendwo, oder? Nee. Rand.
Ah, da. Okay. Wow. Also wirklich, wenn ich die Geräusche nicht hätte für die Puppen, ich würde so viele übersehen. Wirklich viele. Okay, wir sind angekommen. Der Mondlichtbrunnen. War da noch eine Puppe? Da. Ich niemals finden. Okay. Ja, mal schauen, mal schauen. Werden doch jetzt bestimmt wieder die Priesterin oder die rote Lady oder irgendwas müssen wir doch jetzt bestimmt wieder bekämpfen. Dann holen wir uns mal die Puppe. Miyu. Und das letzte Fragment der Maske? Ich glaube, den haben wir alle. Man sollte das doch auch nur während des Mondlichts machen und nicht wegen der Mondfinsternis, ne? Hatten wir da nicht irgendwelche Notizen von? Da ansonsten sowas passiert? Maskenfragment, linkes Auge. Oh. Ja. Das heißt, wir können wieder zurück. Irgendwas muss hier doch gleich passieren. Also, ja, ich wusste es. Ich mach wieder null Schaden. Okay, oh. Ja, komm. Ja, ey. Du bist witzig. Mach doch mal was. Die glotzt mich einfach nur an. Jetzt. Ah, okay, ich mache auch mit dem Crit einfach, okay. Nee, dann gehe ich weg, dann gehe ich weg. Ja, ist mir egal. Bleib fern von mir. Okay, mal sehen. Mal schauen, wie lange sie uns verfolgen wird. Okay, anscheinend noch wesentlich länger.
Also ich laufe hier jetzt einfach, wenn man das Laufen nennen darf. Ich meine, sie wird hier vom echt gruseligen Geist verfolgt und sie tippelt hier einfach nur vor sich hin. So, sehr, sehr geil. Wo müssen wir? Da entlang. Ja. Ja, direkt neben mir, schön. Hör auf mir ins rechte Ohr zu kreischen. Zu lachen. Das ist nicht angenehm. Ja, ins linke auch nicht. Okay. Also auch ein Crit hat nichts gebracht. Ich ändere den Film nochmal. Damit wir wieder auf dem normalen Film sind. Falls wieder irgendwelche komischen Wandergeister kommen, die mich zu Tode erschrecken. Ah, Papa. Oh, Speicher. Speicher ist wichtig. Brauchen wir Heilung? Ne, wir brauchen keine Heilung. Wir brauchen nichts. Wir können direkt speichern. Okay. Weiter geht's. Oh, hier wird doch jetzt bestimmt irgendwas passieren, oder? Lauf durch die Mitte. Nichts passiert. Ich krieg hier. Oh, hört sich nicht gut an. Überall knackt und knarzt das. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Ich lauf hier jetzt einfach weiter. Wird schon richtig sein. Müssen wir wieder... Ich habe echt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Sorry. Ich habe auch keine... Ich habe auch keine Aufgabe irgendwie. Müssen wir hier wieder zurück, um dann wieder in die Anstalt oder so zu kommen? Oder müssen wir zurück in unser Haus? Hm. Oh. Okay. Oh, sehr gut. Alles klar. Ah, die Wandergeister. Sie führen uns wieder. Okay, sehr schön. Gut, dann wissen wir ja jetzt wohin. Okay. So, ja, besessen von der Legende der Maske, die den Geist verändert und an unerreichbare Orte führt, versucht sich an der Kunst seiner Ahnen. Doch alles war umsonst. Ich folge dir, lieber Vater. Ja, des Hauses. Das heißt, wieder zurück in unser Haus. Bin ich ja mal gespannt, was uns da erwarten wird. Werden wir dort in unserem Haus denn die Maskenfragmente, die wir jetzt eingesammelt haben, wieder vervollständigen? Ach so, okay, wir müssen jetzt da entlang. Ja, wer soll denn so schnell reagieren, bitte? Wo kommen wir hier eigentlich hin? Ach, dieser Raum. Okay, da, das Hinterzimmer. Jetzt können wir ins Hinterzimmer. Ruka besucht ihren Vater. Ruka kann es nicht erwarten, bis ihr Vater nach Hause kommt und sucht ihn an seiner Arbeitsstätte auf. Okay. Tür knarzen, natürlich. Ah. Wo ist der Geist? Ah, was müssen wir machen? Müssen wir an den Altar? Oh. Nee. Na
Warte. Irgendwas liegt hier doch. Wahrscheinlich müssen wir an den Altar. Oder auch nicht. Irgendwas anderes ist hier noch. Ah, die Maske. Okay. 10 blaue Steine, sehr schön. Los, ich gehe mal davon aus, dass wir... Ja, okay. Ist das wieder ein Maskenfragment? Mund. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt einen Geist bekämpfen. Ah, nee. Ja. Okay, was guckt sie da? So schockiert. Was sieht sie da? Die kleine Ruka bekommt eine Gänsehaut beim Anblick des Rückens ihres Vaters, der gerade an einer Maske arbeitet. Sie bringt keinen Ton heraus. Ich höre eine Puppe. Otto-san. 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 Ja, die Maske der Mondfinsternis auf, ne? Das ist sie doch. Komplett schwarz. Ach nee, er wird sie... Dann hat er die gefälschte auf? Weil die ist ja auch komplett schwarz. Ja, alles klar, natürlich. Ah, nee, warte. Ja, genau, ich kann keinen Crit machen oder was? Okay, ich muss mich direkt heilen. Holy shit, der macht Schaden, ey. Meine Güte. Der macht ja richtig Aua. Aber was ist denn das für eine Maske, die er auf hat? Oh! Ah, scheiße. Oh, der macht richtig Aua. Holy shit, ey. Huiuiui. Wie war das mit 8 sollten genügen? Eieieiei. Boah. Heilige Maria Gottes. Zu viel Aua. Zu viel Aua. Ja, genau. Ich sehe dich gar nicht. Wie soll ich dich denn jetzt hier bekämpfen? Der ist nicht ohne. Tatsächlich? Der macht tierisch Aua, ey. Der tut echt mega weh. Ich bin direkt hier nochmal wehtun. Okay, ich habe gleich einen Spezialschuss. Mit der Kamera. Ja! Crit! Ah, scheiße, ich kann keine Combo machen. Oh. Ja, genau. Spezialschuss. Oh, der tat weh. Der tat auch ihm weh.
Mondfinsternis. Phase 11 abgeschlossen. Ruka erfuhr im Haus ihrer Familie alles über ihre Vergangenheit. Ihr Vater, der Maskenfertiger Soja, hatte, um sein Lebensziel zu erreichen und die vollkommene Maske der Mondfinsternis zu schaffen, seine eigene Tochter und 4 weitere Mädchen mit seinen Masken zu Instrumenten des Ritus gemacht und Sakuya als Gefäß den Kagura-Festtanz tanzen lassen. Das war die verbotene Zeremonie, der Ritus der Heimkehr. Doch der Ritus schlug fehl. Ruka und die anderen Mädchen verloren ihre Erinnerung und Sakuya fiel in einen tiefen, unaufhörlichen Schlaf. Und eines Tages erwachte Sakuya als jemand, der nie hätte erwachen sollen, nie hätte erwachen dürfen. War das Massenverschwinden vor 8 Jahren und der Tod ihrer Freundinnen also alles das Ergebnis des Wahns ihres Vaters Soja? Wie kann diese Tragödie nun endlich beendet werden? Gibt es einen Weg, die Fehler ihres Vaters wieder gut zu machen? Der Tag der Mondfinsternis, an dem Sakuya alles vernichten würde, ist nah. Letzte Phase. Heilige Sphäre. Ruka Minatsuki. Und wir spielen wieder Ruka. Okay, suche nach Spuren deines Vaters. Können wir hier wieder rein? Ja. Ich denke mal, wir müssten auch hier in seinem Zimmer dann nach Spuren suchen, ne? Ich habe da eben schon gesehen, dass... Ja. Vater zog sich immer hierher zurück und arbeitete an seinen Masken. Alles, woran ich mich erinnere, ist dieses dumpfe Geräusch. Oh. Und Vaters Rücken. Doch das Gesicht, als er sich zu mir umgedreht hat. Sein Gesicht, ich erinnere mich nicht an sein Gesicht. Das war ja die Maske, ne? Die schwarze Maske. Ist das denn die schwarze Maske tatsächlich die gefälschte Maske der Mondfinsternis? Weil die andere, die hat er ja gerade aufgestellt. Oh, das war knapp. 20. Okay, ist die letzte Phase, ne? Also eigentlich, ich dachte, wir müssten hier noch am Mazuki, oder wie die hieß, wie die andere heißt. Ich weiß nicht, ich krieg die Namen wieder durcheinander. Okay. Ich verbessere jetzt einfach ihre Kamera hier, weil ist ja die letzte Phase. Aber hat das Highgate nicht geschrieben, das sind 13 Phasen? Also noch dann fehlt ja noch das Finale, ne? Vielleicht müssen wir sie dann ja tatsächlich nochmal spielen, die andere. Naja. Ich habe alles gegeben, um eine perfekte Maske zu hauen. Sie wies nicht den geringsten Mangel auf, also warum ist sie erblüht? Warum ist der Ritus der Heimkehr fehlgeschlagen? Lag es am Gefäß oder an den Instrumenten? Was immer der Grund war, da der Nachhall bereits begonnen hat, gibt es nichts mehr, was wir tun können. Wie mein Vorfahre Suetsu vor mir, habe ich den Tag der Erlösung über uns gebracht. Das Mindeste, was ich tun kann, ist mir das Ende mit meinen eigenen Augen anzusehen. Das ist der gerechte Lohn, den ich mir durch meine Taten verdient habe. Hui. あの場所に行こう。月はみの面を作るために。
Es sah wieder unten nach den Höhlen aus, ne? Papa, wo ist er hingegangen? Hinter dem Altar strömt kalte Luft hervor. Scheinbar kann der Altar bewegt werden. Den Altar bewegen? Also, ja. Was anderes wäre auch nicht sinnvoll, wa? Was wieder solche Talisman-Tür? Aber trotzdem noch mal hier hin. Vater geschrieben hat, die heilige Sphäre existiert, da bin ich mir sicher. Es hat sie nur noch nie jemand gesehen. Sagst du auch, der Mond habe aufgehört zu existieren, wenn er bei einer Mondfinsternis verschwunden ist? Okay, wo er recht hat, ne? Schon, was ist das denn? Eine Säge? Nee. Die, über die Maske der Mondfinsternis, alte Bücher. Es heißt, dass die Kunst des Hauses der Yomotsuki ihren Höhepunkt zu Zeiten von Suetsu erreichte. Nach dem Tage der Erlösung wurden die Masken Suetsus als Unglücksbringer gefürchtet und verbrannt. Das Einzige, was von ihnen noch übrig ist, sind die Studienzeichnungen, die im unterirdischen Schrein eingraviert sind. Die Form der Maske der Mondfinsternis muss in diesem Schrein ihren Ursprung haben. Während ich vor den eingravierten Masken sitze, werde ich der Stille gewahr, die Suetsu erreicht hat, und verstehe das Ausmaß seiner Kunst. Ich habe meine Kunst in langen Stunden vor dem Schrein ausgebildet und mich Suetsus Niveau angenähert, aber es reichte immer noch nicht aus. Den Durchbruch brachte das Foto, das Direktor Haibara mir zeigte. Als Professor Kunihiko Aso vor langer Zeit auf dieser Insel kam, machte er ein Foto von der Bühne des Kagura. Darauf ist die von Suetsu gehauene Maske der Mondfinsternis abgebildet. Das ist eindeutig die Maske der Mondfinsternis, die Suetsu gefertigt hat. Anderen mag das nicht auffallen, aber mir schon. Ich weiß nicht, wieso die verlorene Maske in diesem Foto auftaucht. Es heißt, die Kamera Obscura kann die Vergangenheit abbilden. Vielleicht hat sie einen Überrest von Suetsu eingefangen. Das Foto ist etwas verzerrt, aber die Intensität der Maske der Mondfinsternis, die das Ziel von Suetsus Bemühung darstellt, kommt sehr gut zur Geltung. Ich muss Suetsu übertreffen. Ich muss sein Lebenswerk vollenden und die Maske der Mondfinsternis fertigstellen. Ah, hättest du mal lieber nicht machen sollen, wa? Warte mal, hier ist noch was. Aber hier ist noch. Oder ist einfach nur die Tür, die blau leuchtet? Ah, nee. Okay, hier ist tatsächlich noch was. Okay, können wir nicht mehr tragen. haben wir zu viele von. Na gut. Gehen wir mal hier durch. Ja, den Detective werden wir wahrscheinlich nicht mehr spielen. Der ist jetzt selber ein Geist. Der ist ja leider auch verstorben. Aber was ist denn mit der anderen? Mit Misaki? Okay. Sakuya. Nee, wir wollen nicht erblühen. Bitte nicht. Bitte nicht. Sakuya. Nach langem Schlaf ist Sakuya vollständig erblüht und hat begonnen, auf der Insel Rugetsu umherzuirren. Und auch die anderen zur Erblühung zu bringen. Oh, wie tragisch. Sakuya war doch die Schwester von Yo, ne? Und die Tochter von dem Direktor. Wenn ich die Namen jetzt noch richtig zusammenkriege. Ihr wisst ja, Bori und Nam. Die im Ritus der Heimkehr vollständig erblühte Sakuya. Alle, die ihr Gesicht sehen, erblühten ebenfalls. Ich mache hier die ganze Zeit Fotos mit dem Typ 61. Uncool.
Wollen wir natürlich nicht. Sag mal, wo gehen wir hier eigentlich schon wieder hin? Das ist ja... wirklich dieser Tempel und alles, was hier immer weiter blühen. Dieser Tempel, die Irrenanstalt, das Krankenhaus. Was ist das für eine Insel, bitte? Alle, die in ein erblühtes Gesicht sehen, erblühen danach selbst. Dieser Nachhall war der Untergang der Insel Rugetsu. Ja, hatten wir ja auch schon in einigen Schriftstücken gelesen, dass das auch ansteckend sein kann, etc. Aber das ist ja nicht wirklich Definition von ansteckend, sondern mehr, wie wir werden hier irgendwie befallen denn davon, ne? Ist ja, weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie ansteckend nennen kann. Ist ja nicht so, dass wir erblühen, nur weil wir die gleiche Luft atmen. Sondern eher, weil wir ja nur in ihr Distortion-Gesicht, verzerrtes Gesicht, blicken. Viel kurzes deutsche Wort dafür nicht ein. Oh. Item. Wo ist das Item? Ich hab's genau gesehen, dass es hier echt stark aufgeleuchtet hat. Geht dann nicht? Es muss hier irgendwo sein. An der Wand. Boden. Ah. Zwischen den Steinen. Wir haben 20 erhalten. Können wir doch bestimmt wieder irgendwas upgraden. Die, ja komm, machen wir die Geistkraft. Warum nicht? Wir hauen die jetzt hoch. So gut es geht. Was ist das denn schon wieder für eine Grotte hier? Uah. Wo kommst du denn jetzt her? Ah, das ist wieder so ein Teleporter. Quit. Combo. Und tot. Okay. Ja, wow. Ja. Mit mir ist mittlerweile nicht mehr so gut Kirschen essen. Ja, da kannst du durchkriechen. Selbstverständlich. Oh, den habe ich gerade ganz schön massakriert. Mackerhaft. Okay, wir haben einen Gang nach links und geradeaus weiter. Huch, falsche Taste, sorry. Ich laufe geradeaus weiter. Ja. Okay, shit. Okay, das ist der Maskenraum hier. Das heißt... ich gehe kurz nochmal zurück. Das sieht sehr dann nach der Höhle aus, die wir in unserer Vision gesehen hatten, oder? Ja, guck an, hier ist irgendwo ein Item. Ja. Na, Geisterhand? Geisterhand? Keine Geisterhand. Ein vom Vater zu stammen, ist er etwa hier gewesen? Das Rugetsu Kagura soll den Toten Trost spenden. Leiden die Seelen der Toten solche Schmerzen, dass sie getröstet werden müssen? Dr. Haibara sagt, die Seele ist eine Ansammlung von Erinnerungen. Die Seele kann nicht zerstört werden. Wenn das wahr ist, dann ist der Tod nichts anderes als ewige Erinnerung, ewige Einsamkeit und ewiges Leiden. Aber reicht es zu vergessen? Die Maske des Gefäßes dient dazu, das Selbst zu verlieren. Auch die von Soetsu gefertigte Maske der Mondfinsternis löscht die Erinnerung einmal völlig aus. Man kann Masken fertigen, die die Erinnerung zerstören, aber wenn man die Erinnerung vollständig auslöscht, wird alles zu nichts, zu purem Nichts. Soetsu zufolge bleibt selbst, wenn alle Erinnerungen zu nichts geworden sind, etwas übrig. Wenn man einen Kreis so weit es geht verkleinert, wird er ein Punkt. Egal wie klein er sein mag, es bleibt ein Punkt. Das ist mehr als nichts. Für Menschen und Seelen gilt dasselbe. Die Kreise der verschiedenen Menschen unterscheiden sich, aber wenn man sie zusammenzieht, wird jeder zu einem Punkt. Das ist der Ursprungsort, von dem wir alle gekommen sind. Und unser aller gemeinsamer Zielpunkt.
Eben dieser Punkt ist die heilige Sphäre, über die Soezu berichtet hat. Ich bin fasziniert von dieser Idee. Das muss der Ort sein, dem wir im Moment unserer Geburt passieren und in dem Moment, wenn wir sterben. Die heilige Sphäre ist in jedem von uns, genauso wie die Errettung. Soezu versuchte mit der Maske der Mondfinsternis diese heilige Sphäre zu erreichen. Ob das die wahre Funktion des Rugetsu Kagura? Nein, des Ritus der Heimkehr ist? Soezu ist auf dem Weg zur Errettung gestrauchelt. Aber ich werde die wahre Maske der Mondfinsternis mit diesen meinen Händen bauen. Naband, moin moin, ist das die Fortsetzung? Nee, das ist immer... Oh, wir haben hier noch... Nee, das ist immer noch der gleiche Teil. Maske der Mondfinsternis, Teil Nummer 4 aus der Project Zero-Reihe. Abgestürzte Felsen versperren den Weg. Warte mal, wir hatten hier doch... Ach, die Puppe. wir sind aber schon fast am Ende. Dieses Kapitel hier heißt gerade letzte Phase. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es noch danach noch eine 13. Phase quasi gibt, die aber nicht als Phase benannt wird, sondern dann das Finale darstellt. Wie war's? Gruselig? Geht eigentlich. Also ich finde, die Atmosphäre hier im Spiel ist tatsächlich nicht so erdrückend. Vielmehr ist das wirklich ein Jumpscare-Fest. durch die ganzen Wandergeister, die hier plötzlich auf einmal aufploppen mit irgendeinem lauten Geräusch und so. Das erschreckt einen viel, viel mehr als alles andere. Okay, hier ist eine Tür, durch die wir noch nicht kommen. Okay, dann gehen wir zurück. Gehen wir in den Höhlenraum, wo die ganzen Masken aufgehängt sind da, ne? Wo die ganzen Masken hängen. Das ist die letzte Phase. Der Gikude wird als Phase 1 gezählt. Ach so, okay. Prelude, okay. Das Intro quasi. Okay. Dann sind wir tatsächlich komplett am Ende, Alex. Alles klar. Jupp, dich lichten wir auch ab. So, ja, wartet das Ende. Müssen wir... Also unser Endboss, unser Endgegner wird dann wahrscheinlich Sakuya sein? Ich glaube Sakuya, ne? Ach Gott, ey, das ist... Soja sitzt an dem Ort, wo die Maske der Mondfinsternis geschaffen wurde. In Gedanken an die Katastrophe, die er ausgelöst hat, wartet er auf Sakuya. Sakuya, ja, genau, Sakuya. Sakuya wird wahrscheinlich der letzte Geist sein, den wir hier erlösen müssen. Die will ich auch richtig penetrieren, das verspreche ich euch. Okay. War also hier. Schon seltsam, dass ich so gelassen bleiben kann, obwohl das Ende immer näher rückt. Ich habe viel Zeit hier mit meinen Masken verbracht, auf der Suche nach Soezu. Ich habe mich der Verfeinerung meiner Kunst gewidmet, wollte sogar Soezu übertreffen. Und trotzdem habe ich den Tag der Erlösung über uns gebracht. Aber jetzt glaube ich, dass meine Maske der Mondfinsternis vielleicht doch kein Fehlschlag war. Sakuya ist erblüht, größer und prächtiger noch als das Gefäß beim letzten Tag der Erlösung. Sollte Sakuya bei der nächsten Mondfinsternis den Ritus der Heimkehr wieder vollziehen, würde sie noch größer erblühen. Ich glaube, dass Soezu ihre Maske der Mondfinsternis haben wollte. Sakuya wird bald hier sein. Wenigstens bis sie kommt, will ich diese Stille auskosten. Alle Erinnerungen. Oh, was hat sie gesagt? Ich hab's jetzt nicht. Shit. Oh, okay. Nach 10 Jahren steht erneut eine Mondfinsternis bevor. Sakuya macht sich auf den Weg zu einem neuerlichen Ritus der Heimkehr. Nein, bitte nicht. Das müssen wir verhindern. Ich finde sie schon echt gruselig genug, ne? Also, hier ist noch ein Item. Ich finde sie schon stark genug. Also, sie muss jetzt nicht noch stärker werden. Wir können ihr selbst mit unserem jetzigen stärksten Film und einem Crit keinen Schaden zufügen. Also, ich vermute mal stark. Wir müssen jetzt zu dieser Gittertür. Der Tür mit dem Gitter.
Was anderes wäre unlogisch. Tippity-tipp, tippity-tipp. Sie läuft aber auch wirklich, also... Ich meine, sie hat schon solche knappe Bekleidung an. Da müsste sie sich doch eigentlich besser drin bewegen können, oder? Ja. Ganz viele Seelen dringen in den... Gott. Sie tut mir eigentlich mehr leid als all das andere, ne? Sakuya geht in Richtung Tsukiyomi-Strand. Aus der Richtung, in die sie ihre Schritte lenkt, weht eine leichte Brise. Was mag ihr endgültiges Ziel sein? Oh Mann, das ist echt schon ein ganz tragisches Schicksal hier mit warte, ein Item? Hier ist ein Item. Hier ist ein Item, hier ist ein Item. Irgendwo hier ist ein Item. Oh, da. Hier liegt ein altes, traditionell Japan. Ein großes Unglück ereilte die Insel Rogetsu. Als der Ritus der Heimkehr durchgeführt wurde, fiel das Gefäß, das die Maske der Mondfinsternis trug, in einen tiefen Schlaf. Es erblühte, nachdem es wieder erwachte. Und das erblühte Gefäß ließ durch den Nachhall noch mehr Menschen erblühen, bis die ganze Insel voll war mit erblühten Gesichtern. Die Erblühten waren erlöst von ihren Schmerzen und wurden leer, lebend und doch tot. So kam der Tag der Erlösung. Es gab welche, die sich im Ursprungskanal versteckten, bis das Unheil verging und gerettet wurden. Von diesem Tag an wurde angeordnet, dass, wenn jemand Anzeichen des Erblühens zeigte, das Gesicht geerntet werden muss. Ey, dieses Gesichterernten ist aber auch echt so ein absoluter Abfuck. Also ich meine, wer schneidet dem Toten denn die Gesichter ab, um sie dann in diese grotesken Holzmasken zu verarbeiten? Also völlig durch. Nochmal 10 blaue Geiststeine. Wir gucken mal, was wir hier in der Kamera Obscura noch so machen können. Gar nichts. Wir haben leider nur 18 Steinchen. Okay. Ab zum Strand. Oh, da vorne. Warum steht ein Tori-Tor direkt im Wasser? Sind das nochmal Geistersteine? Oh ja. Ah! Shit, ey. Am Strand kollabierte Leute. Ach Gott, ja. Die hat sie ja alle erblühen lassen, ne? Hat sie alle erblühen lassen. Sie flohen am Tag der Erlösung zur Küste, doch Sakuya kam auch dorthin und ließ sie alle erblühen. Ja. Aber oh, warte mal, wir haben hier noch Spukgeister. Gefangen inmitten von erblühten Menschen und dem Hof der Verhassten blieb ihr nichts anderes übrig, als sich in diesem Loch zu verstecken. Oh, echt. Sehr, sehr uncool. Haibara, Direktor der Rogetsu-Anstalt der Haibara-Klinik und Kopf der Insel, verantwortlich für das Kagura, wollte den Ritus der Heimkehr wieder aufleben lassen. Soya Yomotsuki, Rukas Vater, besessen von seinem Vorfahren Soetsu, vollendete er die Maske der Mondfinsternis, die Wege bis tief in die Psyche eröffnet. So, wir werden hier jetzt aber nochmal Absorption. Das klang gruselig. Gottes Willen. Ah, wir gehen hier einfach weiter. Kann ich den ablichten? Kann ich den fotografieren? Tatsächlich. Oh Gott, beim Tori-Tor wartende Leute. Hinter diesem gewaltigen Tori-Tor am Meer soll die Pforte zum Totenreich sein. Sind das etwa die Seelen der Toten auf ihrem Weg dorthin? Oh, das blubbernde Wasser hört sich nicht gut an. Es sind noch mehr Items. Oi, oi, oi. Okay, entschuldigt.
Wir hatten jetzt schon so lange keine Geisterabwehr, dass ich ja. Alles klar. Die Mondfinsternis ist schon so weit fortgeschritten. Diese Höhle muss zum Leuchtturm führen. Der dem Mond nächste Ort. Dort muss Sarko ja sein. Ja, komm, ab geht's. Geil. Okay, wow. Können wir was upgraden? Nee. Finde dabei, ja, ja. Also, ich habe nicht umsonst eine Boxershorts auf dem Kopf, mein Lieber. Die Wechselboxershorts ist direkt am Mann. Ja. Also. Huch. Alle werden eins. Werden eins. Ah, wow. Langsam kommen wir echt gen Ende. Es sind nur noch zwei Wandererfotos. Sarko ja auf dem Weg zu einem dem Mond nahen Ort. Ihre Wanderung, bei der sie durch Nachhall alle erblühen ließ, nähert sich ihrem Ende. Okay, ab in den Leuchtturm. Ich habe hier wieder irgend so einen VHS-Filter drauf. Ja, natürlich. Wer bist du denn? Ach, das ist die Priesterin, oder? Warte mal. Was machst du denn hier? Machst du nicht so einen Blödsinn? Ich critte dich tot. Crit. Combo. 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 Nochmal. Okay, nee, nicht nochmal. Warte, ich muss einen anderen Film nehmen. Ich hatte den falschen Film drin. Oh Gott, die ist direkt neben mir. Ja, 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 nee. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo kommt sie jetzt her? Hinter mir. Oh, natürlich hinter mir, Alter. Warum denn hinter mir? Ja, Crit. Combo. Und nochmal. Und nochmal. Nee, okay, sie ist tot. Das war eine gute Combo. Ja. Die gehen. Die gehen tatsächlich. Ich find den einen Teleporter, den finde ich total schlimm. Achso, warte, wir sollten unseren Film wechseln, ne? Dass wir nicht hier. Weil wir haben echt so viele. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Okay. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, ich gerade fast. Oh ja, wir sollten uns definitiv mit mehr Medizin eindecken. So. Ja, komm, wir gehen auf die 20 hoch. Wir haben's ja. Ja, komm. Wir hauen hier alles einmal komplett hoch. So, dann sind wir gestopft. Weil sollten wir alle Punkte ausgeben? Ich gebe mal alle Punkte aus. Ich gebe einfach mal so viel es geht. Wir haben so viele Punkte. Ich gebe jetzt alles aus. Vollkommen egal. Okay, doch nicht. So, mehr geht nicht. Dafür gibt es keinen Erfolg, dass man überall 99 hat. Ah, Geizhälse. Einfach nur Geizhälse. Ja. Gehen die Treppen hoch. Laut Game Pro soll Wukong am 20.08. kommen. Ja, ja, das werden wir auch direkt zocken. Also, das werden wir auch direkt zum Release zocken. Genauso wie Star Wars Outlaws. Das werden wir auch direkt am Tag des Releases anfangen zu spielen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, Wukong rechtzeitig durchzuhauen. Okay. Alle werden erblühen. Nee, geh weg. Du bist unser Vater, verdammt. Warum willst du uns umbringen? So, einmal Filmtyp ändern. Ja, genau. Alles klar. Crit. Ich kann bei dem aber keine Combo machen. Ich kann bei ihm leider keine Combo fahren. Ein bisschen blöd, aber okay.
Boah, ich kann gleich mega Schaden machen bei ihm. Wobei, nee, ich spare mir das auf. Ich spare mir das für Sakuya auf. Wobei, ich müsste eigentlich genug Geistpunkte bekommen, oder? Boah. Oh, holy shit! Ich habe ihn trotzdem noch getroffen, ne? Krass. Ja, ich sehe dich nicht. Kann dich nicht anvisieren. Und jetzt kommt die Maske und macht Schaden. Die macht jetzt Aua. Und ich kann überhaupt nichts machen. Ja. Oder auch nicht. Oh, wow. Okay, oh, doch. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Hier habe ich mich jetzt erschreckt. Holy shit. Ja, komm. Kombo. Ja, ich kann eine Kombo machen. Eieiei. An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt ein altes Buch. Wenn jene, deren Gesicht zur Maske der Mondfinsternis geworden ist, abermals den Ritus der Heimkehr durchführen, wird es einen großen Nachhall geben. Der große Nachhall verschlingt die Insel, breitet sich aus und lässt einen jeden erblühen. Der einzige Weg, eine Person zu versiegeln, ist die wahre Maske der Mondfinsternis. Setzt man sie ihr auf und vollzieht den Ritus der Heimkehr, kehrt die Seele zum Mond zurück und der Nachhall verklingt. Aber es ist verboten, das Gesicht desjenigen mit der Maske der Mondfinsternis zu sehen. Nur jener, der die Maske ebenfalls trägt, darf das Gesicht betrachten. Doch wird der Träger womöglich selbst erblühen. Ab hier ist die Schrift nicht mehr lesbar. Okay, das heißt, wir müssen die Maske denn selber aufsetzen und Sakuya bekämpfen, um ihre Seele dann zurück zum Mond zu geleiten, damit wir den Nachhall verhindern. Wenn ich das jetzt richtig zusammenbekommen habe. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber ich wollte es sagen. Okay. Ja, Wukong habe ich auch auf meiner Wunschliste, ne? Also, das werden wir definitiv spielen. Ist halt so ein. Ja, es ist jetzt kein Souls-like per se. Ist aber an einem Souls-like angelehnt. Und es spielt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen so. Hat jetzt aber nicht die Schwierigkeit, glaube ich, eines Souls-Likes. Ist, glaube ich, deutlich einfacher als ein Souls-Like. Nächste Woche muss ich den Planer besprechen. Naja, lieber umbringen als flachlegen, sag ich. Alter Fabio, ey. Perfekt, habe ab 19 Nacht einen Urlaub. Ja, dann ist ja, genau. Dann wirst du das ja alles mitbekommen. Oh, warte mal. Wo kommen wir hier denn noch hin? Der Türgriff ist verrostet und lässt sich nicht drehen. Okay. Da geht's noch weiter nach oben. Ah, die Treppe ist kaputt. Dann. Huch. Achso, ist nur das Fenster. Okay. Ja, am 20.08. hast du geschrieben, ne? 20.08. Okay. Wusste den Release tatsächlich gar nicht mehr. Kurz darauf kommt denn ja auch Star Wars Outlaws. Irgendwie eine Woche später oder so. Ist, glaube ich, der Release-Termin von Star Wars Outlaws. Deswegen hoffe ich, dass wir das in der Zeit durchhauen können. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das sollte machbar sein. Weil wäre nicht so cool, das irgendwie in Konflikt zu bringen. Aber selbst wenn, dann ist das so. Und. Wer ist das denn? Ah, ist wieder so ein. Ah, ist wieder unser Vater. Woo. Quit. Okay, wenn ich einmal solche Crit-Kombo fahre, dann geht er tatsächlich ganz gut. Oh. Naja, wie gesagt, wenn das denn so ist und wenn wir das Ganze irgendwie in Konflikt bekommen, dann ist das halt so. Dann werde ich zumindest so lange. Dann werde ich zumindest so lange dann 2 Tage tatsächlich hintereinander streamen, bis wir
Wukong denn durchhaben, weil ich glaube, Star Wars Outlaws, das wird ein bisschen länger dauern. Warte mal. Oh, wir sollten einen anderen Film nehmen, ne? Oh. Oh. Oh, scheiße. Zu früh. Ah, wieder zu früh. Fuck. Oh, der Vater ist echt uncool, ne? Also. Er hat echt keinen Bock, uns zu retten hier irgendwie. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Boah, krass, immer noch nicht. Übel. Der hält ja immer mehr aus. Okay, einmal noch. Einmal noch. Okay, wow, boah, Alter. Oh nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Sonst hat er mich. Wo ist er? Da ist er. So. Letzte Mal. Ja. Eieiei. Erst jetzt, wo alles verloren ist, habe ich es endlich verstanden. Ich bin eifrig so zu Spuren gefolgt. Ich habe gesehen, was er gesehen und gedacht hat. Ich habe dieselben Dinge getan wie er und bin schließlich zu Suezu selbst geworden. So kommt es mir vor. Es sind Bert nicht einer gewissen Ironie, dass ich kurz vor meinem Tod wieder etwas klar sehen kann. Wenn der Ritus der Heimkehr das nächste Mal durchgeführt wird, wird das Gesicht der erblühten Sakuya zur Maske und sie wird noch prächtiger erblühen. Aber der einzige Weg, sie zu beruhigen, ist die erneute Durchführung des Ritus. Der Überlieferung zufolge wurde, um das beim letzten Tag der Erlösung erblühte Gefäß zu versiegeln, der Ritus der Heimkehr ein weiteres Mal durchgeführt. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht kehrt seine Seele dann wieder zurück, wenn das Gefäß in denselben Zustand versetzt wird, als es die Seelen der Verstorbenen empfangen hat. Aber was hat dem Ritus der Heimkehr gefehlt? Etwas, das die aufgebrachten Seelen beruhigt. Etwas, das in ihnen Widerhalt und ihnen Frieden schenkt. Die Stirn. Dort, wo sich der Geist befand, liegt ein schwarzes Maskenfragment. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle, oder? Die Maske der Mondfinsternis. Wir haben sie vervollständigt. Und hier haben wir einen Speicher. Und nochmal 10. Nochmal 10 Fragmente. Es müsste ja jetzt reichen, ne? Ne, 28. Oh, zwei Stück. Zwei Stück fehlen uns. Oh, bitter. Okay, da geht's nach oben. Ich würde gerne hier noch einmal kurz nach unten gehen, weil, bevor wir speichern. Weil ich muss doch hier irgendwo dieses Foto schießen können, oder? Hier jetzt? Ich hab... Ah, jetzt! Ah, okay. Gut, dass ich da nochmal runtergegangen bin. Geisterliste. Wir haben hier nochmal einen Geist. Tsubaki Tono. Ach, Tsubaki Tono, natürlich. Sie wurde ja auch zur Priesterin gemacht. Diensthabende Schwester im dritten Stock, die als Außenseiterin für die Rolle des Gefäßes beim Kagura ausgewählt wurde und durch den Einfluss des Ritus der Heimkehr starb. Priesterin auf dem Weg zur Mondorgel, die auf den Leuchtturm versetzt wurde, um näher am Mond zu sein. Ihr Mondklang erreichte einst die umliegenden Inseln. Ja, das ist ja auch die ganze Zeit die Musik, die wir hier im Hintergrund hören wahrscheinlich. Die Mondorgel.
Mal orgel mir richtig rein hier heute. Okay. Zack. So, ne, damit wir wieder. Wir haben ja Punkt ohne Ende. So. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass wir hier speichern werden. Ich hoffe, unser Vater kommt uns jetzt nicht nochmal besuchen. Weil ihm finde ich tatsächlich ein bisschen ungemütlich. Okay, es geht noch weiter hoch. Wir sind angekommen. Mondfinsternis, Sakuya 2. Geisterliste, Wandergeister. Sakuya unterwegs zur Spitze des Leuchtturms, dem Ort auf der Insel, der dem Mond am nächsten ist. Sie sucht nach der Verfinsterung des Mondes und der Musik des Ritus. Ja, danach werden wir jetzt auch suchen. Wir haben hier ein Item, sehe ich gerade, hier irgendwo. Da vorne. Warte, 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 bevor wir hier... Oh, das ist unsere Mutter. Das ist unsere Mutter. Sayaka wacht über Ruka. Rukas Mutter Sayaka, in der das Blut der Wächterpriesterin fließt. Sie will ihrer Tochter von einem Lied aus vergangenen Tagen erzählen. Ich sag ja, die Mutter ist echt noch die Beste, ne? Sayaka finde ich super. Oh, jetzt reicht das aber. Jetzt können wir nochmal ein letztes Mal upgraden hier. Kameraexpertin Ruka. Sehr schön. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Okay, ich glaube, das waren ja alle Wandergeister hier, ne? Das heißt, ich gehe mal direkt auf unseren 61er-Film. Wobei, ich gehe direkt auf den Typ 90er-Film. Ich kann gerade auch nicht laufen. Okay, dort, wo Mutter stand, liegt ein Mondlied. Auf der Insel Gogetsu gibt es eine Priesterin, die über den Mond wacht. Man nennt sie die Wächterin des Mondes. Sie spielt die Mondklänge und beschützt den Mond für das Volk. Auf der Insel werden viele Arten von Mondklängen übermittelt, die zu vielerlei Geisterzuständen führen. Einer dieser Mondklänge ist das Mondlied, bekannt als eine Weise, die den Geist zum Mond führt. Diese Weise ähnelt dem wiegenden Takt des Mutterleibs zur Beruhigung des weinenden Säuglings. Manchmal befällt ein Unglück dem Mond, im äußersten Fall kommt es zum Nachfall und Erblühen. Wenn so ein Unglück den Mond heimsucht, spielen die Wächterinnen das Mondlied, um Mond und Seelen zu besänftigen. Die Seelen kehren dann zur heiligen Sphäre zurück. Okay, das heißt, wir werden jetzt auch zur Wächterin, quasi, ne? Wir sind ja... Wir haben auch das Blut der Wächterin durch unsere Mutter. Und werden dann gleich auch das Mondlied spielen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Und werden... Sakuya bekämpfen. Warum ist denn auf dem Leuchtturm ein Tempel? Was? Wer baut denn ein Tempel auf dem Leuchtturm? Na gut. Wir stellen das mal nicht in Frage. Aber sie wartet schon sehnsüchtigst auf uns. Ich weiß jetzt natürlich nicht, müssen wir sie bekämpfen oder... Oh, wir machen tatsächlich Schaden, okay. Crit! Crit! Nochmal! Oh, tatsächlich, das war's? Das war's? Luca,
Ja, gleich kurz was trinken. Ah, das Mondlicht. Das Notenblatt aus Mamas Zimmer entschlüsselt mit dem Dokument aus Papas Zimmer. Er gibt also das Mondlicht. Lied. Das Mondlied sei die Weise, die die Geist zum Mond führt. Die Geister zum Mond führen. Wenn so ein Unglück den Mond heimsucht, spielen die Wächterinnen das Mondlied, um Mond und Seelen zu besänftigen. Die Seelen kehren dann zur heiligen Sphäre zurück. Okay, wir spielen jetzt nochmal das Mondlied. Das kann nur daneben gehen. Ich bin ja, ihr kennt mich ja, ne? Das ist ja immer so. Matt!
Es ist vollbracht, liebe Leute. Es ist vollbracht. Das war Project Zero. Die Maske der Mondfinsternis. Oder The Mask of the Lunar Eclipse auf Englisch. Fatal Frame. Teil Nummer 4. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn es schon älter ist. Aber von der Stimmung war super. War jetzt kein Madison oder ein Summer of 58, wo man halt die ganze Zeit komplett unter Strom steht. Aber trotzdem fand ich das sehr stimmig von der ganzen Aufmachung her. Also es hat sehr, sehr gut zusammengepasst. Und die Story war super. Absolut. Hat mich von Anfang bis Ende sehr gefesselt, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt wirklich keine Sekunde dran gedacht, so okay, könnt jetzt mal ein bisschen schneller vorangehen oder so. Ich fand das Pacing, fand ich echt super. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Grandioser Titel, liebe Freunde. Grandioser Titel. Ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Ja, sehr gut gemacht. Nicht auch, genau. Bin ich absolut deiner Meinung, Alex. Ich hoffe, den anderen hat es denn auch genauso gut gefallen. Sehr, sehr geiler Titel. Es wird auf jeden Fall auch mit Project Zero weitergehen. Dem fünften Teil der Reihe. Das hier war ja jetzt der vierte und der fünfte Teil soll, glaube ich, weiß gar nicht, sind das alles eigenständige Geschichten? Eigene Geschichten oder hat der fünfte Teil auch was mit dem vierten Teil zu tun? Weil ich finde ja schon, die Geschichte hier ist jetzt schon abgeschlossen. Ist jetzt eine abgeschlossene Geschichte gewesen. Wir haben das Mondlied gespielt, wir haben Sakuya befreien können, erlösen können. Sie konnte jetzt endlich dem Mond wieder zurückgeführt werden. Und die ganzen anderen Seelen der Insel, auch die Seele unseres Vaters, unserer Mutter, unseres von dem Shushiro, die konnten alle zurückgeführt werden. Was ist eigentlich mit Misaki passiert? Weiß man das, was mit Misaki passiert ist? Mit der wir da rumgelaufen sind? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz mitbekommen, was mit ihr jetzt passiert ist bis zum Ende. Also Ruka ist jetzt, die ist durch. Die lebt jetzt weiter fröhlich vor sich hin, hat all ihre Erinnerungen zurückerlangt, kann die Insel jetzt getrost mit ihren Erinnerungen wieder verlassen und fröhlich weiterleben. Aber was denn mit Misaki passiert? Aber dennoch, grandioser Titel, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir sehen uns dann auf YouTube auf jeden Fall zum nächsten Titel wieder.